Seid ihr bereit für das Interview? Ja. Okay. Eine Frage, bevor es losgeht. Also inoffiziell sozusagen. Oh. Ich habe gehört, dass es eine interessante Geschichte gibt, wie ihr zwei euch kennengelernt habt. Hey, wer will von deinem ersten Kampf hören? Das wurde mir so erzählt. Er hasst es, wenn ich die Story erzähle, aber Mann, ich werde nie vergessen, wie ich den Jungen zum ersten Mal sah. Er musste brutal einstecken. Sah aus wie ein Zombie. Das war einer dieser Amateurkämpfe, die überall hin und wieder stattfinden. Beherzte Kämpfe und manchmal entdeckt man da was Besonderes. Er fiel mir auf, weil sein Auge echt übel aussah. Total zugeschwollen. Der Kampf war völlig unausgeglichen. Sie hatten beide nicht annähernd die gleiche Erfahrung. Zwei Runden lang gab es nur auf die Fresse. Verstehst du? Die hätten den Kampf eigentlich zu jedem Zeitpunkt abbrechen können. Und dann, Ding, dritte Runde. Und der Kerl hier geht immer noch voll drauf. Lässt nicht nach. Als ob er noch eine Chance gehabt hätte. Aber die hatte er nicht. No way. Verloren. Wenig überraschend. Und zwar krachend. Das ist nicht so eine Story von irgendwelchen Vollprofis, die du findest und die schon immer alle umgehauen haben. Nein. Ich habe jemanden gesehen mit Herz. Und das kommt echt nicht oft vor. Das ist alles.